Hi meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Nachdem wir in der letzten Episode die achte Welt, Welt Bowser, betreten haben und in diesem wundervollen neonfarbenen Freizeitpark angelangt sind und richtig herausfordernde Level hatten, also richtig viele coole Level, vor allen Dingen auch richtig viel Action mit Plessy, aber auch sehr anspruchsvolle Level. Hier musste man den Weg richtig finden, hier war viel Geschicklichkeit gefragt im Wumpel-Inferno, aber auch das Geisterhaus war nicht ohne. Das Rätselhaus mit den Katzen war ja auch cool, also mit dem Katzenanzug. Also wir hatten hier schon richtig viele coole Level, die wir hier gemacht haben. Also auch richtig cool, dass am Ende nochmal zwei Bossgegner kamen. Ein besserer Blue Wario und auch nochmal die feminine Version von Herrn von Zischel, also praktisch Frau von Zischel. Was ich hier gerade sehe, was gibt's denn hier? Oh, guck mal, ein geheimes Toadhaus. Wie genial, dann würde ich mal sagen, ja, bleiben wir so, wie wir sind. Weil ich finde, ein Tanuki und ein Katzenanzug ist gar nicht mal so schlecht. Und ja, was ich sagen wollte, finde ich richtig, richtig cool, dass das hier die letzte Welt so schön gemacht wurde. Also dieses Neonfarbene, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, gefällt mir richtig gut. Sieht teilweise aus wie eine Tanzfläche. Was kann ich denn hier drücken? A? Was gibt es denn hier zum A drücken? Was ist denn hier? Ja Mensch, wer kommt denn darauf, dass hier eine versteckte Röhre ist, die uns hier oben zum One-Up führt? Also, tja, genial. Auf jeden Fall. Ja, finden wir noch ein paar Secrets, bevor es dann. Und da habe ich ja letztes Mal einen Schnitt gemacht, da habe ich ja die Folge beendet, weil es so spannend war. Hier haben sich nämlich die Treppen geöffnet. Wir haben natürlich genügend Grünsterne, um zum Boss zu kommen, um genau zu sein, 70 mehr. 170 sind benötigt, wir haben 240. Wunderbar. Dann kann es jetzt hier hinter diesen gigantischen Bowser-Roboter gehen. Alles richtig cool inszeniert. Wir haben alles hier auch schön, ja, noch erkundet. Wir haben hier die Secrets noch gefunden. Die goldenen Fahnenstangen, die werde ich mir noch holen, keine Sorge. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte die vergessen. Und da werde ich mir noch Zeit für nehmen. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir noch ein paar Sachen entdeckt. Wie gesagt, haben den Freizeitpark auch nochmal am Anfang der Episode in voller Gänze gesehen. Und können uns jetzt zum gigantischen, grandiosen, epischen Finale im Bowsers großen Turm begeben. Welt Bowser, Level Turm, das letzte Level von Super Mario 3D World erwartet uns. Und dieses darf Luigi übernehmen. Also wenn das nicht mal ein großer Turm ist. Vor allem da oben sieht man, oh, dieser Blitz, wie genial. Und vor allen Dingen sieht man da oben auch die Kräfte der Sprixies erstrahlen. Hier sieht man auch mal Bowsers kaputtes Auto, Bowsers kaputtes Mobil. Gibt es da irgendwas Tolles drin? Gibt es da vielleicht ein One-Up drin? Nee, steuern können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht. Und ja, nee, wir kommen auch gar nicht erst rein, oder? Doch, hey, wir kommen rein. Ha? Hallo? Ach, guck mal, man kann die Hupe betätigen. Wie geil ist das denn? Mama, Mama. Ey, das ist ja auch eine coole Sache. Man kann hier echt noch die Hupe betätigen. Coole Sache. Kleine, nette Funktion hier. So, und ansonsten würde ich sagen, fahren wir hier mit diesem Podest ganz nach unten. Es fährt langsam, aber baut auch Spannung auf. Und wie gesagt, Spannung. Ich erwarte mir hier richtig viel vor dem Level. Auch vor allem schon mit diesen Meteoren wird da entsprechende Stimmung aufgebaut. Ich erwarte jetzt zwar nicht hier, dass das, ja hier, also das ist ja nicht das letzte Level. Es gibt natürlich auch noch Bonuswelten, also das letzte Level, aber der Story würde ich das einfach mal nennen. Und, ai, ich erwarte mir, was glitzert denn da unten Grünes? Gibt es da einen Grünstern? Nice. Ja, ich erwarte mir hier auch einiges. Also ich erwarte mir hier vielleicht nicht zu viel, dass das perfekte Level wird. Aber wir wurden jetzt so drauf gespannt gemacht. Es gab hier so viel zu entdecken und, oh, Katzenmumbas sind auch nochmal da. Coole Sache. Es gab jetzt hier so viel in der Welt zu entdecken, so viele Herausforderungen, so viel Schwierigkeit. Also ein bisschen ein paar hohe Anforderungen hat man da durchaus schon an das Spiel jetzt. Also, dass das hier ein richtig geiles Level wird. Und, ja, wie gesagt, ein paar Anforderungen hat man ja auch schon. Aber ich würde einfach mal sagen, wir lassen uns ja auch im größten Teil überraschen. Was das anbelangt, also die Grünsterne, meine ich mit das. Was die Grünsterne anbelangt, die Stempel, da weiß ich schon, wo die sind. Da ich mir dachte, guckst du vorher nochmal nach. Nicht, dass du hier diesen ganzen Grünsternen-Wirrwarr hast. Ich wollte mir hier das letzte Level komplett auf der Zunge zergehen lassen. Komplett genießen. Deswegen habe ich mir direkt die Fundorte der ganzen Grünsterne angeschaut. Kann man die eigentlich auch runter mit der Kratzattacke runterstoßen? Jo, geht auch. Deswegen habe ich mir die Fundorte schon angeguckt. Da unten habt ihr gerade einen Grünstern gesehen. Also den ersten. Den zweiten bekommt man hier, wenn man alle Bullies vernichtet. So wie ihr es gerade auch gesehen habt. Hier oben bekommt man noch einen Katzenanzug, okay. So, hier muss man sich kurz festhalten. Wunderbar.
So, wo der dritte ist und wo der Stempel ist, weiß ich nicht ganz genau. Wie gesagt, ich habe mich nur so grob informiert. Nicht, dass ich hier komplett uninformiert bin. Und hey, Captain Toad. Captain Toad wünscht uns hier auch viel Glück, so wie es aussieht. Freut sich ja auch. Alles klar. Mit der Unterstützung von Captain Toad werden wir das natürlich packen. Ist ja ganz klar. Boah, das sieht einfach so episch aus, dieser große Turm. Also, auch mit den Regeneffekten, das ist schon saugeil gemacht, muss ich sagen. Es ist schon richtig cool gemacht. So, gab es hier hinten irgendwo einen grünen Stern? War das nicht so? Nee, ich glaube nicht. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine lange Brücke. Ey, und es sieht einfach nur richtig heftig aus. Und da kommt sogar Bowser höchstpersönlich direkt zum Zuge. Und hat eine Katzenglocke. Und wird ebenfalls zur Katze. Na, wenn das nichts ist, Katzen-Bowser in Action. Sieht auch richtig cool aus mit dem schwarzen Panzer hinten. Also, richtig, richtig cool. Eieiei, jetzt haben wir also einen Bosskampf gegen Katzen-Bowser. Na, super. Da ist die Kacke ja am Dampfen, kann man schon sagen. Und, eieiei, was ist mit der Bodenplatte los? Da kommt Bowser einfach mal rausgekrochen. Eieiei. Heftig, heftig, Leute. Und anscheinend scrollt die Kamera hier auch mit. Ist eine kleine Scrolling-Passage. Da bin ich aber mal gespannt. Ah, da bricht... Wow, da bricht Bowser auch schon wieder raus. Da bin ich aber mal gespannt, wie das hier dann auch gleich wird. Hier oben sehe ich schon einen Ring, einen grünen Sternring. Wie das hier wird mit dem Sammeln der grünen Münzen. Eieiei, Bowser macht hier alles kaputt, Leute. Der scheut hier auch nicht davor, seinen Turm, den er wahrscheinlich so mühselig aufgebaut hat, selber eigenhändig zu vernichten. Also... Ja, Bowser scheut hier von nichts zurück. Er nimmt sogar selbst das Katzenpower ab, um uns hier zu vernichten. Aber im Moment können wir noch relativ gut ausweichen. Und es sieht auch so aus, als ob der Bosskampf hier wirklich mal auch was anderes ist. Vor allen Dingen, weil dieses Spiel an sich so viele Emotionen bietet, sondern Innovation. So, jetzt gucke ich, ob hier nochmal irgendwas war. Hier an den Seiten irgendwo. Nee, ich glaube nicht. Und wow! Lilanes Feuer, da sage ich nur Tschüss! Aber das war's doch noch nicht, oder? Ne, was ich sagen wollte, gibt's hier noch irgendwie an den Seiten was? Hier irgendwo? Es sieht so verdächtig aus. Und ja, es sieht auch so danach aus, als ob das Spiel hier wirklich neue Akzente setzt. Also im Allgemeinen ist das Spiel ja voller Innovation, voller Ideenreichtum. Und es sieht so aus, als ob das Spiel auch beim Bosskampf völlig neue Akzente setzen möchte. Richtig cool, dass Bowser selbst hier das Katzenpower-Up hat. Also eine coole Sache. Das setzt sich auf jeden Fall schon mal von den Mario Bros. Teilen ab und das finde ich eine wirklich coole Geschichte. Wow, und jetzt heißt es die King Kong Zeit oder was? Jetzt kommt hier Bowser den ganzen Turm hochgeklettert. Eieiei. Und war das jetzt ein roter Lichtstrahl? Bowser hat auch die Doppelkirsche benutzt, um sich zu duplizieren. Eieiei. Selbst Bowser benutzt die neuen Items, wenn das nicht mal cool ist. Also das finde ich echt eine nette Idee, dass Bowser auch die neuen Items benutzt und euch Gummas werde ich hier mal vernichten. Ihr seht mir so verdächtig aus. Komm her. Ah, hier gibt es eine Katzenglocke. Gut. Aber noch kein Stempel. Wo der ist, weiß ich das deshalb gerade auch gar nicht. Ich dachte, der wäre hier irgendwo gewesen. Wie gesagt, ich habe mich nur so grob informiert und... Wow! Eieiei, muss man hier auch flott sein? Eieiei, also... Richtig cool gemacht, kann ich nur sagen. Richtig cool. Man sieht auch in den Rissen an der Wand eigentlich, auch wo Bowser rauskommt. Deswegen sollten wir auch gar nicht mal so unsicher sein. Aber dennoch heißt es hier Vorsicht, Vorsicht ist geboten, weil, ja, man kann ja nie wissen. Vor allem auch Bowser mit seinem Schweif da noch, sieht auch aus wie ein Tanuki. Ich glaube, der hat hier langsam echt alles genommen. Tanuki, Katzenglocke und Doppelkirsche. Eieiei, und jetzt bricht er da unten raus, oder was? Schnell hoch, Luigi. Run as fast as you can. Los, schön schnell hoch da. Eieiei. Und jetzt bricht er hier noch an den Seiten raus. Wie genial ist das denn, Leute? Jetzt geht er da runter. Wow, die Zeit geht uns auch flöten. Eieiei, nein, und jetzt... Los, Luigi! Eieiei. Jetzt war es zu viel des Guten, muss ich sagen. Aber ein Glück, dass wir noch ein Katzenpower-Up haben. Wir können ja hier auch nochmal den Goomba ausschalten. Na, komm her. Dankeschön. Aber eieiei, ist das hier actionreich. Richtig cool gemacht. Ich finde es auch mal cool, dass man hier zwar, es ist zwar theoretisch das gleiche Prinzip wie bei Mario Bros., also ja, bei den meinetwegen 2D-Ablegern, wenn man so möchte. Es ist zwar ähnlich gemacht, also dass man hier praktisch auch irgendwie hoch muss auf irgendwelchen Plattformen,
Aber ich finde, es hat einfach einen neuen Charme. Es hat einfach diesen, dieses Mario 3D-World-Gefühl, dass man hier wirklich auch mit Innovation rechnen kann. Weil, überlegt euch mal, Bowser in Katzen-Tanuki, Doppelkirschenform, eieiei. Also, was da alles auf einen zukommt, ist richtig cool gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und vor allen Dingen auch, ja, ich weiß nicht, diese Idee mit dem Turm. Ich weiß nicht, vielleicht soll das auch eine indirekte Anspielung an den Tokyo Tower sein, ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem an sich richtig cool gemacht, muss ich sagen. Und, nee, es fasziniert mich einfach. Auch wenn es vielleicht nicht viel Innovation hat. Ein Stückchen Innovation ist auf jeden Fall vorhanden. Jeder kann ja entscheiden, inwieweit er diesen Kampf als mega innovativ ansieht. Aber ein bisschen Innovation ist auf jeden Fall vorhanden. Das kann keiner abstreiten. Und ich muss wirklich sagen, der Kampf hier ist richtig genial. Und wo ich da oben schon den großen Powerblock sehe, weiß ich auch schon ungefähr, wie das hier enden kann. Oder wie das hier enden wird. Wir gehen nämlich hier hoch und bam, 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 bam. Damit ist Bowser vernichtet. Es kam nochmal ein fröhliches Feuerwerk von ihm. Und all die 7 Sprixies können aus ihrem Gefängnis ausbrechen. Endlich wieder raus aus der Flasche. Sie steigen gen Himmel. Und auch wir nehmen noch ein bisschen Zeit mit und können dann ebenfalls gen Himmel steigen. Ah, und hier oben ist auch der Stempel zu finden. Okay. Da haben sie sich alle versammelt. Sie freuen sich, um unseren Sieg zu feiern. Sind sie hier eingetroffen, wir haben sie befreit. Abermals Bowser eine Lektion verteilt und können jetzt mit der goldenen Fahnenstange unseren Sieg feiern. Und damit wären wir dann wohl am Ende angelangt. Es ist natürlich nicht das Ende des Let's Plays, keine Sorge, sondern nur das Ende der Hauptstory. Es gibt noch sehr viel zu erledigen in diesem Spiel, es gibt noch sehr viel zu machen, sehr viel zu tun, also seid gespannt, es wird uns noch einiges erwarten. Aber jetzt würde ich sagen, genießen wir erstmal die Credits, wo ich ja am Ende des Let's Plays oder zumindest der Hauptstory immer ein kleines Feedback abgebe, wie ich das Spiel fand, was ich zu kritisieren habe, was ich sehr gut fand. Und so weiter und so fort. Und ich würde einfach sagen, zusammengefasst in einem Satz oder vielleicht in einem Wort, innovativ oder auch genial, das beste 3D-Mario seit langem. So würde ich das ungefähr zusammenfassen. Richtig, richtig geniales Spiel. Seit Mario Galaxy 2 kein vernünftiges 3D-Mario oder was heißt kein vernünftiges, überhaupt kein 3D-Mario wirklich erschienen ist. Es gab ja immer nur die New Super Mario Bros. Teile, die dann... Die keineswegs, also ich will nicht sagen, die waren schlecht, keineswegs, keine Frage, die waren wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Aber die nach einer Weile wirklich nicht öde wurden, aber man hatte einfach das Verlangen danach, ein 3D-Mario wieder in den Händen zu halten. Und nachdem ich mich lange auf ein Mario Galaxy 3 oder etwas in der Art gefreut habe, bin ich dann erstmal leicht enttäuscht gewesen, als Mario 3D World angekündigt wurde. Aber als ich mehr vom Spiel gesehen habe und als ich es dann endlich spielen konnte, bin ich einfach nur richtig überrascht von dem Spiel. Ich bin richtig überzeugt, richtig geile neue Items hat das Spiel. Sei es der Katzenanzug, sei es die Doppelkirsche, sei es eine Leuchtbox, sei es eine Kanonenbox. Richtig geile Items, präzise Steuerung, farbenfrohe Level, innovative Level. Man hat wie bei Mario Galaxy 2 das Gefühl, jedes Level wäre eine Einzigartigkeit, eine richtige Besonderheit in sich. Es gibt richtig neue Aspekte, man hat gesehen, es gab dieses Schattenspiel-Level, das Wii U Gamepad wurde ja auch richtig gut integriert. Es gab einfach so viel Abwechslung, muss ich sagen. Auch die Story, gefällt mir mal, dass frischen Wind in die Mario-Geschichte kam, dass nicht Prinzessin Peach entführt wurde. Und auch, dass man die 4 Charaktere spielen konnte, Mario, Luigi, Peach, Toad. Richtig geile Sache, also es gibt kaum was an dem Spiel zu kritisieren. Vielleicht die Kamera, die im Mehrspielermodus etwas ungenau ist und vielleicht zu Bildschirmwirrwarr führt oder auch...
ab und zu im Einzelspieler vielleicht auch die 3D-Tiefen nicht so genau darstellt. Das war natürlich bei Mario 3D Land auf dem 3DS mit dem 3D-Modus etwas praktischer gelöst. Aber ich muss sagen, rundum dieses Spiel ist richtig genial. Auch der Endbosskampf jetzt hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, das war innovativ auch. Das mal nicht immer nur der gleiche Bosskampf, wie man ihn aus New Super Mario Bros. Wie gesagt kennt. Da war, dass Bowser dann auch die neuen Power-Ups genutzt hat. Fand ich einfach nur richtig genial. Ich kann auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Wenn ihr zögert, euch das Spiel zu kaufen, macht es ruhig. Ihr könnt auch in meine Review schauen, die ja, denke ich mal, dann schon online sein wird, wenn ihr diese Folge sehen werdet. Und da werdet ihr auch, denke ich mal, dann diese Worte wiederfinden, nachdem ich das Spiel jetzt gespielt habe. Ich muss sagen, ich bin einfach nur fasziniert. Finde ich richtig cool. Bestes Mario-Spiel aller Zeiten, würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich würde sagen, das beste Mario-Spiel seit langem, könnt auf jeden Fall zu meinen Favoriten zählen. Aber ob es Galaxy 2 übertrifft, muss ich mir noch ein paar Gedanken drüber machen. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, richtig geniales Spiel. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle für alle, die bis jetzt zugesehen haben. Ich bedanke mich an alle, die fleißig eingeschaltet haben, denen das Let's Play bis hierhin gefallen hat. Ich hoffe auch, dass ich ja hier die Hauptstory gut rüberbringen konnte, dass euch das gefallen hat, das Let's Play bis hierhin, bis zur Hauptstory. Es gibt aber, wie gesagt, noch sehr viel zu tun. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen und wir werden, denke ich mal, auf unserem 100% Run noch einiges zu tun haben. Was wir aber noch machen werden, seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich, wie gesagt, wie immer fürs Zusehen. Hoffe, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Wer die Bonusparts sehen möchte, also es gibt noch sehr viele Spezialwelten, bleibt ruhig dran. Es kann noch spannend werden und es wird definitiv auch noch spannend. An dieser Stelle würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Hey, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Nachdem wir in der letzten Episode die achte Welt, Welt Bowser, betreten haben und in diesem wundervollen, neonfarbenen Freizeitpark angelangt sind und richtig herausfordernde Level hatten, also richtig viele coole Level, vor allen Dingen auch richtig viel Action mit Plessy, aber auch sehr anspruchsvolle Level. Hier musste man den Weg richtig finden, hier war viel Geschicklichkeit gefragt im Wumpel-Inferno, aber auch das Geisterhaus war nicht ohne. Das Rätselhaus mit den Katzen war ja auch cool, also mit dem Katzenanzug. Also wir hatten hier schon richtig viele coole Level, die wir hier gemacht haben. Also auch richtig cool, dass am Ende nochmal zwei Bossgegner kamen. Ein besserer Blubario und auch nochmal die feminine Version von Herrn von Zischel, also praktisch Frau von Zischel. Was ich hier gerade sehe, was gibt's denn hier? Oh, guck mal, ein geheimes Toadhaus. Wie genial, dann würde ich mal sagen, ja, bleiben wir so, wie wir sind. Weil ich finde, ein Tanuki und ein Katzenanzug ist gar nicht mal so schlecht. Und ja, was ich sagen wollte, finde ich richtig, richtig cool, dass das hier die letzte Welt so schön gemacht wurde. Also dieses Neonfarbene, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, gefällt mir richtig gut. Sieht ja teilweise aus wie eine Tanzfläche. Was kann ich denn hier drücken? A? Was gibt es denn hier zum A drücken? Was ist denn hier? Ja Mensch, wer kommt denn da drauf, dass hier eine versteckte Röhre ist, die uns hier oben zum One-Up führt? Also, tja, genial. Auf jeden Fall. Ja, finden wir noch ein paar Secrets, bevor es dann. Und da habe ich ja letztes Mal einen Schnitt gemacht, da habe ich ja die Folge beendet, weil es so spannend war. Hier haben sich nämlich die Treppen geöffnet. Wir haben natürlich